Nepal, das Dach der Welt, bekannt für seine zahlreichen Achttausender und über allem thront natürlich der Mount Everest. Aber man muss kein Extrembergsteiger sein, damit sich eine Reise nach Nepal lohnt. Das Land ist super vielseitig und extrem günstig und daher die perfekte Destination für jeden Backpacker. Nepal ist ein Staat in Asien, der zwischen den beiden Großmächten China und Indien liegt. Nepal hat ungefähr 30 Millionen Einwohner, ist circa so groß wie Griechenland und die Hauptstadt ist Kathmandu. Auch eins der Highlights von Nepal, aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal ein kurzes FAQ. Grundsätzlich ist die beste Reisezeit zwischen Oktober und April. Es kommt allerdings auch immer auf die Region an, wo man hin möchte. Und gerade in den Wintermonaten, November, Dezember, Januar, Februar, kann es natürlich gerade beim Trekking hoch in den Bergen ziemlich kalt werden. Als deutscher Staatsbürger braucht man für Nepal ein Visum. Das kann man sich als Visa on Arrival ausstellen lassen, also bei Ankunft zum Beispiel in Kathmandu am Flughafen. Und es gibt verschiedene Zeiträume, 15 Tage, 30 Tage und 90 Tage. 30 Tage kosten beispielsweise 50 US-Dollar. Man kann das Visum dann auch vor Ort nochmal verlängern lassen auf insgesamt maximal 150 Tage. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viel man von dem Land sehen möchte. Wir würden mal sagen, 10 Tage bis 2 Wochen ist das Minimum auf jeden Fall. Länger ist immer besser. In 3 bis 4 Wochen kann man auf jeden Fall viel von dem Land sehen. Die Währung in Nepal ist die nepalesische Rupie und 1 Euro entspricht ungefähr 140 Rupien. Und generell sind Kreditkartenzahlungen nicht so weit verbreitet. Also man braucht auf jeden Fall immer Bargeld, aber es gibt sehr viele Geldautomaten, sodass das eigentlich kein Problem ist. Nein, Nepal ist eines der günstigsten Reiseländer überhaupt, perfekt für Backpacker. Zu den Kosten im Detail kommen wir nochmal später im Video. Grundsätzlich sprechen die meisten Menschen in Nepal eigentlich gutes Englisch. Englisch ist auch die offizielle zweite Amtssprache und wir hatten da nie Probleme, uns zu verständigen. WLAN ist zwar relativ weit verbreitet, aber mobile Daten helfen auf jeden Fall schon weiter. Wir haben direkt bei Ankunft in Kathmandu am Flughafen eine SIM-Karte von Ncell gekauft, die war für 1 Monat gültig, hatte 20 GB Datenvolumen und hat nur 5 Euro gekostet. Dann kommen wir zu den Highlights und starten direkt mit der Hauptstadt Kathmandu. Das ist auf jeden Fall eine sehr wuselige, chaotische und auch dreckige Stadt, so viel müssen wir schon zugeben, aber es gehört auf jeden Fall bei einem Besuch in Nepal mit dazu. Und am besten kommt man unter im Viertel Tamil, das ist so das touristische Viertel der Stadt mit ganz vielen Geschäften, Unterkünften und Restaurants. Und da sollte man auf jeden Fall auch dem Durbar Square einen Besuch abstatten. Und ansonsten ist Kathmandu vor allem bekannt für ganz viele tolle hinduistische und auch buddhistische Tempel. Bei den buddhistischen Tempeln hat uns vor allem der Affentempel sehr gut gefallen, der ist so, wie man sich das typischerweise vorstellt, mit so einer riesigen weißen Stupa und diesen bunten Gebetsfähnchen drumherum. Und von dort aus hat man auch einen tollen Blick, weil er nämlich auf so einem Berg liegt, von oben auf Kathmandu herunter. Unserer Meinung nach ist Kathmandu auf jeden Fall keine Wohlfühlstadt, aber da man ja sowieso dort ankommt in der Regel, sollte man das auf jeden Fall auch mal für ein paar Tage mitnehmen und das gehört zu einer Nepal-Reise auch einfach mit dazu. Weiter im Westen des Landes liegt Nepals zweitwichtigste Stadt, nämlich Pokhara. Die ist auch ziemlich touristisch, weil sie in erster Linie als Ausgangsort für Trekkingtouren in den Himalaya gilt. Also da gibt es ganz viele Tour-Agencies und Trekkingläden und Läden, wo man Klamotten kaufen kann fürs Trekking und so weiter. Aber es ist deutlich gechillter und deutlich ruhiger als Kathmandu. Also wir haben da ein paar Tage verbracht, hatten eine schöne Unterkunft. Es gibt viele gute Restaurants und so. Also es ist der perfekte Ort, um sich auf einen Trek vorzubereiten. Und was man in Pokhara auch machen kann, sind Yoga-Retreats. Helen hat das gemacht für 4 Tage. Es ist wirklich ein sehr spiritueller Ort. Es wird ganz oft angeboten. Also wenn ihr mal eine Yoga-Retreat auf Reisen machen wollt, ist Pokhara der perfekte Ort dafür. Dann kommen wir zu unserem nächsten Highlight und das ist das, was, glaube ich, jeder direkt mit Nepal verbindet, und zwar ist das Trekking im Himalaya. Es gibt ja, wie gesagt, mehrere 8000 Meter hohe Berge in Nepal und unendlich viele Routen, die man laufen kann, und da ist auch wirklich jedes Fitnesslevel etwas dabei. Man kann zum Beispiel den Annapurna Basecamp Track oder den Annapurna Circuit laufen. Das sind so Tracks, die in der Regel so zwischen 7 und 14 Tage dauern. Aber wir haben uns für einen etwas anfängerfreundlicheren Track entschieden, und zwar den Poon Hill. Den kann man schon in 3 bis 5 Tagen laufen, aber man hat eben trotzdem dieses super tolle Panorama, sieht auch mehrere 8000 Meter hohe Berge, aber es ist nicht ganz so anstrengend, weil der Weg immer mal wieder hoch, dann aber auch mal wieder runter führt und man insgesamt auch nur auf 3200 Metern Höhe ist. Und das absolute Highlight dieses Poon Hill Tracks ist der Sonnenaufgang auf dem Poon Hill, wo man dann eben die Sonne aufsteigen sieht und den Blick auf mehrere schneebedeckte Gipfel hat, die über 8000 Meter hoch sind. Also es war ein ganz besonderes Erlebnis und wir können es jedem nur ans Herz legen, sich da einen Track rauszusuchen. Und ein weiterer Vorteil des Poon Hill Tracks ist, dass man nicht auf viel Komfort verzichten muss. Also man findet da in der Regel noch richtig gute Unterkünfte und auch sehr gutes Essen, was auch sehr günstig ist. Und generell kann man sagen, ist das Tracking auch günstig. Auch wenn es seit kurzem
kurzem eine neue Regelung gibt, dass man nur noch mit Guide tracken darf. Dazu haben wir ein ganzes Video gemacht, also schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Das waren so die typischen Highlights in Nepal, die man auch kennt. Aber eines unserer größten Highlights war der Chitwan-Nationalpark weiter im Süden. Der ist in erster Linie für eine riesige Nashornpopulation bekannt und wenn man Glück hat, kann man vielleicht auch einen Tiger sehen. Und man kann verschiedene Touren machen, beispielsweise eine Jeep-Safari. Das haben wir einen halben Tag gemacht, da haben wir auch richtig viele Tiere gesehen. Auch schon, ich glaube, 15 Nashörner an einem Tag, was richtig cool war. Aber unser persönliches Highlight war eine Walking-Safari. Da sind wir ganz früh morgens durch den Dschungel gelaufen und haben ganz, ganz viele Nashörner richtig nah gesehen. Also wir sind so nah rangekommen, dass wir auch schon fast ein bisschen Angst hatten. Aber es war richtig cool gewesen und auch andere Tiere. Wir haben zum Beispiel auch eine Schlange gesehen, die einfach einen Reh gefressen hat und daran gestorben ist. Also das war auch ziemlich faszinierend. Sowas kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und es war einfach eine schöne Erfahrung und vor allem war es sehr günstig. Also gerade im Vergleich mit Safaris in Afrika war das eigentlich sehr erschwinglich, auch für Backpacker und ist auf jeden Fall unserer Meinung nach ein Must-Do in Nepal. Ein weiteres Highlight im Süden von Nepal an der Grenze zu Indien ist Lumbini. Und zwar steht dort ein ganz besonderer Tempel. Man sagt nämlich, dass vor ca. 2500 Jahren dort Siddhartha Gautama, besser bekannt als Buddha, geboren wurde. Und dem zu Ehren wurde dort der Maya-Devi-Tempel errichtet. Den kann man auch besichtigen und dann sieht man eben den Geburtsort vom ersten Buddha. Und auch drumherum ist ein richtig schöner Garten mit ganz vielen Bodhi-Bäumen und diesen typischen bunten Gebetsfahnen. Also das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und darüber hinaus stehen in dieser Anlage auch noch 32 Ländertempel. Das heißt, 32 Länder haben Tempel gestiftet und die sind dann im jeweiligen Stil dieses Landes errichtet worden. Also uns hat da insbesondere der Tempel aus Myanmar sehr gut gefallen oder auch der aus Thailand war sehr sehenswert. Es gibt aber auch ein paar europäische Länder, die Tempel gestiftet haben. Zum Beispiel auch Deutschland, der war auch richtig cool zu sehen. Also da lohnt es sich einfach ein bisschen, am besten mit dem Tuk-Tuk oder dem Fahrrad durch diese Anlage zu fahren und sich ein bisschen umzuschauen. Nepal ist, würden wir sagen, ja schon eher ein lautes, chaotisches und hektisches Land und manchmal möchte dem man entfliehen und das ist gerade in Städten eigentlich ziemlich schwierig, aber wir haben ein kleines Bergdorf gefunden, was autobefreit ist und rollerbefreit ist und dementsprechend sehr ruhig und chillig ist und zwar ist das Bandipur. Das liegt auf halber Strecke zwischen Kathmandu und Pokhara und ist daher eigentlich auch ganz gut zugänglich und die historische Altstadt, der sogenannte Bandipur Bazar, ist wirklich traumhaft schön. Da stehen ganz viele alte Häuser, die teilweise bis zu 200 Jahre alt sind. Alles ist wunderschön verziert mit Pflanzen. Wir hatten da auch eine tolle Unterkunft direkt auf dem Bandipur Bazar in so einem historischen Haus. Und ja, man kann dort einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, gut essen gehen, Kaffee trinken. Also es ist wirklich schön. Es ist umgeben von vielen grünen Bergen. Man kann auch eine kleine Wanderung machen, hoch auf so einen kleinen Tempel, wo man eine tolle Aussicht hat auf die Berge, wo man zum Sunset dann ein bisschen chillen kann. Also Bandipur ist einfach der perfekte Ort, um ein paar Tage Ruhe in Nepal zu genießen. Dann kommen wir jetzt zu unserer Route durch Nepal. Wir waren insgesamt 6 Wochen in dem Land, sind aber auch sehr langsam gereist. Also ich würde sagen, das, was wir hier vorstellen, ist bei einem aktiven Reisestil so in 4 Wochen durchaus machbar. Wir sind in Kathmandu gestartet, von dort aus mit dem Bus dann nach Pokhara gefahren. Von Pokhara ging es auch mit dem Bus weiter nach Lumbini. Dann von Lumbini auch mit dem Bus nach Sauraha, was der Ausgangsort ist für Touren in den Chitwan-Nationalpark. Und von dort aus haben wir einen Bus Richtung Kathmandu genommen, sind aber schon vorher ausgestiegen in Dumre und dann von dort aus nach Bandipur gefahren. Das war unser letzter Stopp und von dort aus ging es dann zurück nach Kathmandu. Und grundsätzlich müssen wir sagen, das Reisen in Nepal ist nicht ganz so leicht. Die Straßeninfrastruktur ist wirklich schlecht. Wir würden sogar sagen, die schlechteste Straßeninfrastruktur, die wir auf unserer ganzen Weltreise gesehen haben von den 18 Ländern. Es gibt super viele Baustellen, die Straßen sind unbefestigt, es ist teilweise Chaos. Aber es gehört in Nepal nun mal dazu, das Land ist auch hart gebeutelt von Naturkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Deswegen muss man das mit einfach in Kauf nehmen. Und wenn man irgendwo von A nach B reisen möchte, muss man eigentlich fast immer einen ganzen Tag einplanen. Also gerade über die großen Distanzen sind 10 Stunden Busfahrt leider keine Seltenheit. Auf der positiven Seite sind aber die Busse eigentlich relativ komfortabel. Es gibt auch verschiedene Klassen, also es gibt auch so richtige VIP-Busse mit Sessel. Das haben wir auch mal gemacht, das ist auch ganz gut. Und es gibt auch immer Stops unterwegs, wo man gut essen kann. Also das macht das Ganze schon erträglich, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Alternativ kann man für die langen Strecken beispielsweise von Kathmandu nach Pokhara auch fliegen. Sollte einem aber bewusst sein, dass die aus Wettergründen manchmal abgesagt werden. Daher ist eigentlich der Bus das beste und auch günstigste Verkehrsmittel. Es gibt auch verschiedene Companies, welche wir genutzt haben, wie viel es von wo nach wo genau gekostet hat. Das findet ihr auf unserem Blog auf www.betterbeyond.de. Bevor wir zu den Kosten kommen, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft uns immer sehr weiter.
Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Es gibt ganz viele Videos in dieser Art, also Länderguides für komplette Länder und ganz viele Vlogs von vor Ort, aber auch Sachen zu Weltreiseplanung und alles drumherum. Also abonniert uns gerne und jetzt kommen wir zu den Kosten. Wir haben es ja schon gesagt, Nepal ist wirklich ein sehr, sehr günstiges Reiseland und wir sind jetzt im Endeffekt bei 34 € pro Person pro Tag gelandet, ohne viel auf unser Budget zu achten. Also das geht auf jeden Fall auch deutlich günstiger. Und generell kann man sagen, Essen und Trinken ist wirklich sehr erschwinglich. Also Dal Bhat ist so das typische Essen. Das besteht aus verschiedenen Currys, Gemüse und Reis. Und sobald es leer ist, kriegt man auch immer kostenlos wieder nachgeschenkt. Das kriegt man für 2 € meistens. Dann Chow Mein, das sind so gebratene Nudeln, kriegt man schon für 1 €. Oder ein wirklich gutes indisches Essen auch für 2 bis 3 €. Also da kommt man sehr, sehr günstig bei weg. Und Unterkünfte, da kann man ungefähr mit 15 € für ein gutes Doppelzimmer rechnen. Da ist dann auch an den Orten, wo es notwendig ist, schon eine Klimaanlage dabei, also gerade im Süden von Nepal, zum Beispiel im Chitwan-Nationalpark oder in Lumbini. Und Aktivitäten sind auch in der Regel sehr erschwinglich, auch wenn natürlich das Trekking jetzt ein bisschen teurer geworden ist, eben durch diese Pflicht, dass man einen Guide braucht, aber es ist trotzdem insgesamt noch günstig. Wie eigentlich auch alles andere, also auch eine SIM-Karte oder Wäsche waschen. Und das Ganze findet ihr auch nochmal im Detail auf unserem Blog, da könnt ihr alle unsere Kosten ganz genau nachsehen. Wir haben uns riesig auf Nepal gefreut, bevor wir eingereist sind, weil wir haben viele getroffen in Südostasien, die halt da waren und eigentlich nur Positives berichtet haben. Und das würden wir auch unterschreiben. Aber wir würden auch sagen, Nepal ist nicht ein Land für jedermann. Für Leute, die Lust auf Abenteuer haben, für Backpacker ist es perfekt, weil man wirklich ein richtig cooles, günstiges Reiseerlebnis hat, vielseitig. Aber es ist an manchen Ecken eben auch nicht ganz so leicht. Die Straßeninfrastruktur ist schlecht, es ist manchmal viel Müll da, es ist dreckig, es ist laut. Und das muss man halt alles in Kauf nehmen. Aber im Endeffekt, wenn man das alles so ein bisschen hinter sich lässt, kriegt man wirklich ein traumhaft schönes Land. Und die Locals sind eigentlich auch ziemlich freundlich. Natürlich gibt es mal ein paar aufdringliche Straßenverkäufer, die ein bisschen nervig sind. Aber das gibt es überall auf der Welt. Wir haben die Nepalesen eigentlich als sehr herzliches Volk kennengelernt, die halt auch alle sehr gut Englisch sprechen. Das macht das Reisen eigentlich umso leichter. Und von daher würden wir jedem Backpacker, der Abenteuer liebt, eine Reise nach Nepal empfehlen. Und das war's an dieser Stelle. Also wie gesagt, ihr findet alle Infos auch auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Da gibt's alles nochmal ganz ausführlich. Und dann beenden wir das Video an dieser Stelle. Sehen uns dann nächste Woche wieder in einem sehr coolen Video. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar ranken wir alle Länder, die wir gesehen haben, auf unserer Weltreise. Da gibt's mit Sicherheit ein paar Diskussionen. Aber wir freuen uns drauf und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.